Seid gegrüßt, Sire. Willkommen zurück zum Let's Play von Mountain Blade Warband mit dem Floris Mod. Ja, wir haben hier... sind wir bei einer großen Armee und haben gerade Tilbaut erobert. Also wir nicht, aber die da. Ich bin ja noch ein bisschen schwach für die Burg. So, schauen wir mal, was weitergeht. Können wir mal mit ihm reden, der Ries? Der Ries geht jetzt dorthin, aha. Der will noch ein paar jagen. Okay, von Rodoch Reichs wurde besiegt. Oje. Wir werden uns wieder treffen, Monika Basler. Wer sollte eurer Ansicht nach das Lehen von Burg Tilbaut erhalten? Ich unterstütze meinen Freund König Harlias. In diesem Fall habe ich unter meinen engen Freunden und Gefährten denjenigen ausgewählt, der das Lehen am meisten verdient hat. Naja, das reicht wohl erstmal zum Thema Politik. Hab die Aufgaben. Ja, aber wir gehen nicht in Burg rein, die. Ja, okay. Reindi. Und wo ist diese Reindi? Kämpft mal gegen die Dinge. Kanadische Kordonat. Wo ist die Burg Reindi? Hä? Ich blick gerade nicht durch. Wo ist Reindi? Oh, schaut mal an. Ah, das ist wohl gehört wahrscheinlich alles zu Charis oder diese Dörfer. Aber immerhin. Gut gemacht, Rodok. Da waren wir auch ein bisschen dabei. Also auch eben nicht bei der Belagerung, aber im Umfeld. Wir wussten von anderen fliehen, die wahrscheinlich der König war. Habe ich das falsch gelesen? Reindi. Reindi. Ah, da unten. Ja, da gehe ich momentan nicht weiter. Oder kann ich euch mal kurz entlassen? Ja, momentan hat Rodok ein bisschen Probleme mit dem Sultanat. Wir haben ja noch einige Zeit. Dann folgen wir mal Ries. Die gehen wahrscheinlich jetzt hier in der Dios. Rochbart. Rochabart, Sohn von Graf Tredian und Fürst von Burg Senuzda. Wer soll das anlehnen? An Herr Kleis. Okay. Ja, aber ich kann den nicht. Nein, da kann ich nicht helfen. Das sind schwere Quests. Da müssen wir entweder viele Truppen haben oder selber gut kämpfen können. Wenn wir reinschleichen, auch reinschleichen. Ja, wir gehen jetzt mal zu dieser Burg. Muss ich schauen. Welche Richtung? Da, diese Richtung. Ah ja, hier ist es. Gut. Dann machen wir das zuerst mal, weil wir ja nicht von diesem Trupp einbefangen wurden. Haben wir auch nichts zu befürchten. So. Ja, das ist sicher ein großer Krieg. Nein, bitte nicht! Nein! Und jetzt ist zwar, den der Krieg macht. Ah, oh, seid ihr blöd, ey. Nicht gegen nur meine alten Kameraden Krieg machen. Tja, ich mache wahrscheinlich einfach mit mich.
Meine Herrin, das Barbarenweib Palantios Mattheld, klagt über Kopfschmerzen, ein mögliches Symptom überschüssiges Blutes. Ich wollte meine Regel ansetzen, aber als ich versuchte, sie zur Rede zu stellen, schlug sie mich und klagte mich der Hexerei an. Ich bin es so satt, die Beschwerden eines solch undankbaren und ignoranten Haufens anhören zu müssen. Ja, du unterstützt ihn. Ich unterstütze ihn. So. Also, wo ist jetzt diese Kauz? Ich weiß jetzt nicht genau, welche davon. Meltor war es doch, oder? Nö, scheinbar nicht. Ich unterstütze ich selbst. Aha. Das ist wieder so eine blöde Quest. Ja, genau, es verschlechtert immer wegen den Quests. Ich stütze ich selbst. Ah, du auch. Da. Okay, 5, gut. Ach, lass mich einmal sehen, Volan, ihr habt gut getan, Monika Basel, mir diese Botschaft zu überbringen. Nehmt mein Ziegel als Zeichen, dass ich sie erhalten habe und grüßt Graf Cencio Reyes von mich, wenn ihr ihn seht. Jo, werden wir. Ja, da sind wir abgehauen. Elerta, aha. Ja, also machen wir das mal ab. Das wird wahrscheinlich auch ein Horror sein. Ey! Lasst mich. Die müssen wir wahrscheinlich heimtreiben. Oder, jedenfalls. Guten Tag. Ah, euer Freiherr Raffat, vor dem ihr auf der Fluchtzeit hat mich geschickt. Wenn ihr also bald zurückkehrt, wird er es euch nicht bestrafen. Meine gnädige Dame, das Dasein in unserem Dorf Elerta war unerträglich. Wir arbeiten den ganzen Tag und gingen doch mit knurrenden Magen zu Bett. Mit Mägen zu Bett. Wir werden in Uxhorn ein neues Leben beginnen. Dort wird man uns wie Menschen behandelt. Durch eure Flucht aus eurem Knecht habt ihr das Gesetz gebrochen. Ihr werdet euch sofort nach Elerta zurückgeben. Volan, vielleicht habt ihr recht. Nun gut, falls jemand fragt, ich habe euch nicht gesehen. Nein, nein. Von mir aus. Ja, Kopfgeldjäger, hilf mir mal ein bisschen. Ja, ja. Und der noch. Ich helfe lieber den Lords schon, ich bin schon dafür die Bauern, aber so nicht. Ja, die sagen alles das Gleiche. Und wo ist jetzt Ailer, die ja. Ah, das Gleiche neben dran. Jojo. Was, die hauen wieder ab? Die hauen doch wieder ab. Ja, genau. Wir haben verehrt. So. Zurück, weg. Hopp. Zurück. Ich muss ihnen wahrscheinlich folgen, sonst gehen sie wieder. Ja. Kommt alle zurück. Hopp. Schneller. Wieso seid ihr so langsam? Ja, da muss ich wahrscheinlich einen. Oh, das ist wieder so eine Scheiß-Quest. Ich mag die nicht. So. Nadia. Was bist du? Du bist die Kriegerin. Stärke. Und jetzt nochmal Schild. Dann kannst du nämlich das neue Schild auch haben. So. Okay, die hat noch Sachen drin gehabt. Nein, nicht das. Was braucht jetzt das 3? Davon habe ich gar keine Schilde. Also muss ich halt nochmals leveln. Bogen. Ja, wir müssen wahrscheinlich mal wieder verkaufen. So, alles andere haben wir. Wir werden jetzt zuerst mal die 18 oder die 2, wenn es geht,
Ah, sie bleiben sogar bei mir. Oh, das sind Banditen. Nein, ich gehe nicht dorthin. Du hast zu wenig Truppen. Schaut mal diese Banditen an. Jepson, ist das nicht der, den wir schon gefunden haben? Irgendwann mal werde ich euch töten, ihr blöden Banditen. Also muss ich zwei zuerst zurückbringen. Nein, hey. Kommt schon, nicht, dass es... Nicht, dass es fehlschlägt. So, jetzt sind die bald da. Was muss ich mit den anderen machen? Oder bekomme ich einfach nicht den ganzen Lohn darüber? Ich hoffe es jedenfalls. So. Und ihr auch? Ich weiß jetzt nicht. Ja, toll, hey. Wirklich toll. Jetzt wird wahrscheinlich die Quest noch fehlgeschlagen sein oder sonst irgendwas. Ja, ey, man kann die Quest nicht erfüllen. Von mir aus, man kann sie aber nicht erfüllen. So, wir gehen aber hier nicht hin. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, keinen Krieg. Okay, gehen wir mal hin. Aber wir sind vorsichtig. Sehr vorsichtig. Schauen lieber mal kurz nach. Das ist nicht. Also das. Kanat Kergit. Ja, steht nicht hier. Diplomatie. Es war dem Krieg mit Rodok und Belgier. Kein Krieg. So. Also das war richtig eine dumme Quest. Wer hat diese Quest erfunden? Ich würde sie sogar ständigen. Nein, nein. Die waren wahrscheinlich unter Zeitdruck und so. Können wir es so lassen. So, und jetzt alles verkaufen hier. Der Esel möchte ich gerne einem der Mitglieder geben. Dann haben wir hier auch drei und einer. Warenhändler 77, 41, aber das gibt 6 Mora. Das sind 41er per Brot. Und die 2. Gut gemacht! Brot, gut gemacht! Ja. Also Burg, haben wir niemand. So, jetzt müssen wir einfach noch schauen, wo die Dinge sind. Ja, König Kalios hat entschieden, dass seine die Burg ihm gehört. Würde es besser heißen. Also gehen wir mal auch nach Uxal. Weil die Dinge sind wahrscheinlich dort. Die anderen. Oh, der hat sogar einen Bogen. Jetzt wieder mal eine Trossfrau. Weil die Trossfrau werden wahrscheinlich dann... Die werden eher so Jägerin. Was ist Weibsbild? Das ist eher dann... Städtinger Frau. Da? Die wird zu dem und Hospitaler Frau. Aha. Oh, Wulge. Das sind da diese Speere mit einem Schwert vorne dran. Die sind richtig cool. So, wer bekommt den, wer ist die Starke? Sie ist, die Nadia ist doch die Starke, oder? Nein. Die ist die Starke. Fähigkeiten. Ja, die, also so stark ist sie auch nicht. Aber gut. Dann nimm du das Pferd, wenn du kannst. Ja. Oder der Esel. Was haben wir für ein...
Ja, wir haben das Pferd, genau. Wir haben keine Esel mehr. Also, es ist Riesenkrieg hier in diesem Ding. Okay, Sandy Sultanat und Rodok, das ist sehr schön. Wir reden mal mit ihm. Ries heißt er. Nein. Ja, das gibt keine Minuspunkte. Wenn der Onkel entführt wird, dann ist es ihm egal, ob ich das mache oder nicht. Fragen. Aufenthaltsort. Ries. Ibia, Iberian. Was? Und wo ist? Ah, Birian, Ibiran. Okay. Ich möchte gerne wieder dorthin, aber zuerst möchte ich noch. Oder ich kann da noch zu diesem gehen. Okay, wieder einer. Verloren von den Rodoks. Oh, ich hoffe, die bekommen nicht allzu viele Probleme jetzt eben auch durch das Ding. Oh, das ist ein Ding. Ein Trupp. Sehr schön. Ich hoffe, es ist nicht zu schwer. Gehen wir zum Schlechtfeld. Mir nach. Wir bleiben hier, dass die Reiter dann nicht allzu offensiv sind. Ist unmöglich zu treffen noch. Ja, es hat nach oben, also die Pfeile fliegen nicht sehr weit. Oh, meine Schwester wieder. Yay! Getroffen. 41 Schaden. So, sind doch wenig. Nein, ich Stellung halten. Angriff. Sehr schön. Und los. Lol, da ist ein Ritter. Okay, was ist das? Das Pferd möchte ich. Ah, das ist blöd. Ach komm schon, wieso haut er jetzt ab? Ja, gut. Ja. Okay. Der war nix. Aber wir müssen ja auch die Dinge nicht töten. Also, zwei Kameraden sind verwundet. Ein Spießknecht. Landsknecht, Spießknecht. Okay. Oh, 20er aufs Königreich Swardien. Danke für eure Hilfe, Fremde. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder? Wie lautet euer Name? Mein Name lautet Monika Basler. Schön, euch zu sehen, Monika Basler. Ich bin Graf Deglan. Danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sich unsere Wege wieder kreuzen werden. Ja, er schafft es natürlich zu fliehen. So, was haben wir denn hier? 26, 23. Drachenschild. 5. Das ist doch viel größer, das nehme ich. Das passt auch zu mir. Gut, 11, 19. Von wo haben wir diesen Helm bekommen? Der ist ja mega gut. Okay, ist ein bisschen, weil er grob ist, minus 1 auf Kopfschutz, aber macht nichts. So. Meine Dame, ich habe ein paar Worte mit Palantius de Chavi gewechselt, als wir die Schlachtbeute aufteilten. Bitte teilt ihr mit, dass sie, wenn sie mit mir spricht, nicht Baron oder vielleicht Baron Rolf oder euren Namen nennen sollte, auf keinen Fall einfach Rolf. Ich bin adligen Gemüts und sie von niedrigster Geburt. Sie ist, muss lernen, wo ihr Stand ist. Ja. Wir unterstützen natürlich sie, nicht ihn. So. Weil ich mag Adlige nicht, die zu große Nase haben. Deserteure, so viele. 31.
Wollen wir die jagen gehen? Komm, wir gehen die jagen. Wir haben 50 Leute im Trupp. So haben wir so viele jetzt. Kommt Deserteure, ihr habt was Falsches gemacht. Dafür werde ich dir zahlen. Was haben die für Truppen? Die haben recht gute Truppen. Das sind sarantische Karawanenmeister. Ja, wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Unter Zwangsverwaltung. Weil wir wahrscheinlich Krieg haben. Wir machen jetzt freies Slot. Und hier Deserteure jagen. So. Damit die Schlacht auch gut ankommt. Ja, genau. Wir sind Freibrüter, ab jetzt kämpfen wir nur noch für uns selbst. Nun gebt uns euer Gold und schmeckt unsere Klingen. Wenn ich mich mit euch fertig bin, werdet ihr es bereuen, jemals die Armee verlassen zu haben. So. Sehr schön. Mir nach. Kommt mal ein bisschen. Vorwärts. Was ist denn das dort? Das ist ein Sandwirbel oder was? Oh, die kommen ja zu Gress. Angriff ab. Das sind ja alles Verbrechen. Ja, aber du musst nicht dort reingehen, genau. Yay, einen für uns. 1:0 für uns. Geh weg, du blödes Schild. So, ein paar Verluste haben wir, aber was ist das? Jetzt haben wir einen Verlust. Zwei Verluste. Das ist nicht gut, natürlich. Wir haben das Pferd gestartet. So, ist recht schwer, also. Was ist mit dem los? Kämpft doch nicht so. Aus der Schussbahn. Ach komm. Was? Die sind so stark. Die sind extrem stark. Ja, okay, weil sie auch sehr getrennt kämpfen. Nun gut, diese paar Verluste, die lasse ich. Also, wie soll ich sagen? Gut, der ist auch tot. Ich will auch mit Verlusten spielen, natürlich. Und, so werden die Truppen eigentlich besser, wenn sie gut kämpfen. Weil wenn man die ganze Zeit immer nur haushoch überlegen gewinnt und so, dann werden sie eigentlich nie stärker. Weil die Truppen, egal wie schlecht die Truppen sind und so, mit Kills und so, bekommen sie auch bessere, bessere Attribute über. Das ist noch recht gut in diesem Spiel. So. Ha, Edelknecht. Die gelben Fee. Geld. Wir machen ein bisschen einen kundebunten Trupp. Edelknecht, sehr schön. Jungfrau. Asut. So. Und jetzt, Gegenstände. Oh, schaut mal das an. Schaut euch das mal an. Das ist ja Spitzenware. Hat sich das schon gelohnt. Ein normaler Drachenschild. Widerstand 13. Wir machen das jetzt mal so. Ich hoffe, dann haben wir kein Schild. Und sonst 13. 100. Ja, das Grüne kann jemand anderes dann haben, weil das gleich gut ist. So.
Ja, klar, jetzt ist noch mehr Krieg. Diese Wardien, die werden wahrscheinlich aussterben. Ich hörte, ihr habt diesen Hund Darwin Cavill bekämpft und besiegt. Ah, ich hätte ihn doch nur um Gnade winseln gehört. Genau. Der Ries, okay. So. Also, danke schön fürs Schauen. Und, so. Bis zum nächsten Part. Tschüss.